Ja, ich bin Silke Kalkbrenner, bin 33 Jahre alt, arbeite als Diätassistentin mittlerweile seit 10 Jahren. Der Job ist cool, weil man einfach, erstmal ich koche gerne, ich backe gerne. Wir möchten natürlich, dass die Patienten gesund werden, dass sie sich gesund ernähren und dass sie einfach mit einem, vielleicht auch nicht gesund, aber mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und sagen, das Essen hat bei uns geschmeckt, es war alles in Ordnung. Ich habe vorher halt woanders gearbeitet, auch bei Asklepios, nicht direkt hier in Altona. Und was ich hier persönlich total toll finde, ist, dass man einfach vor Ort ist. Man kann die Wünsche der Schwestern, der Station, der Patienten einfach zeitnah bearbeiten. Erstmal hat man jeden Tag andere Patienten da. Also es ist jeden Morgen eine andere Überraschung, wenn man nach den Sonderdiäten oder bei den Patienten ist halt nicht jeden Tag das Gleiche. Und dann natürlich auch mit den Leuten in der Küche zusammenzuarbeiten, mit diesen ganzen verschiedenen Kulturen, ist spannend. Hier im AK Altona hat man eigentlich als Diätassistent mit sehr vielen Leuten zu tun. Man hat mit der Logistik zu tun, man hat mit dem Transport zu tun, man hat mit den Schwestern zu tun. Und man hat auch den persönlichen Kontakt mit dem Patienten. 10 Jahre lang läuft nicht schon alles gleich. Also man merkt mittlerweile, glutenfrei ist voll im Trend, ohne Weizen, laktosefrei, vegan. Und das versuchen wir halt umzusetzen, so weit wie möglich. Also ich persönlich habe natürlich eine soziale Verantwortung. Erstmal arbeiten wir hier im großen Team. Und in schwierigen Situationen merkt man hier tatsächlich irgendwie, dass man ein Team ist.